Willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles X. Im heutigen Part wollen wir Fox nächste Harmonie-Mission machen und die ist weiter hier unten. Ich springe erstmal voll vor die Laterne davor. Gute Idee auf jeden Fall. Hier ist ein Gerücht, sehr schön. Gut, hier ist die Mission. Ich bin gespannt, worum es geht. Und ich würde sagen, wir fangen einfach an, ohne große Vorrede. So, unerreichbar heißt die Mission. Können wir das Ding abschließen und die Harmonie-Mission hoch die Tassen beenden? Ein bisschen nach Oblivia. Und Fox ist halt Pflichtmitglied logischerweise. Und gesperrtes Fry. Okay, let's go. Zwei Herzen haben wir auch inzwischen schon zu ihm, deswegen bin ich gespannt, worum es geht, wie gesagt. So. There's a mission I'd like your help with. It's from an outfitter team working on a new scale. I guess they found some strange things during tests in Oblivia. They've asked us to investigate them and find out what they are. I know, I'm curious too. But I'm afraid we don't know anything specific at the moment. That's kind of the point, actually. This would normally be a curator kind of job, right? But I asked them to make an exception for me. I want to become a more well-rounded Blade. Someone more like you or my brother. A man who can handle any mission. I feel like I've only just discovered what I want to be since I met you. Still alive? Oh, sorry, did I give the impression that he was dead? No, he's very much alive. He works with the Interceptors. It's just, we're not close right now. But if I keep completing missions and building trust, I hope I can make him proud. Yes. Anyway, should we go? Das mit seinem Bruder hat mich jetzt mal interessiert, weil ich hatte ja nach der ersten Harmonie-Mission mit ihm halt den Eindruck, dass sein Bruder wirklich tot ist. Und deswegen habe ich halt nach und nach immer mehr rausgefunden, dass es halt gar nicht so ist. Und hat halt immer mitgekriegt, dass es eben Fry ist, dass sein Bruder halt Fry ist. Und das hört man auch manchmal, wenn er halt im Kampf irgendwas immer sagt mit Fry oder so. Und es wird eben auch dadurch klar, dass Fry zum Beispiel hier gerade verboten ist für die Mission. Und deswegen ist es eigentlich ziemlich offensichtlich. Aber ich habe halt wirklich erst mal gedacht, dass er wirklich tot ist. Und deswegen wollte ich jetzt mal fragen, was er eben dazu sagt. Gut, aber egal. Gucken wir jetzt mal, was die hier gefunden haben für Dinger, die wir untersuchen sollen. Aber erstmal nehme ich kurz mein Scale, weil ich da mal schneller bin. So, da muss ich hin. Was ist das denn? Sieht spannend aus. This is them. I've definitely never seen one of these before. Right then. I know, but if my brother were here, he wouldn't let that stop him. Ja, und schon geht's los mit dem Kampf, ja, das ist klar. Das kann halt spannend werden. Gegen irgendwelche seltsamen Maschinenviecher, alles klar. Hauen wir drauf. Es gefällt mir gerade nicht, wie sehr unsere Leben gerade runtergehen. Deswegen sollten wir die schnellstmöglich weghauen. Oh Gott. Die sind scheinbar schon ziemlich, nicht unbedingt stark, aber es sind halt sehr viele, deswegen können sie gut draufhauen. So, Nummer 2 ist weg, sehr gut. Da hat er gerade was mit Fry gesagt, hab's gehört. So, das hier ist halt relativ effektiv gegen die, dieser Angriff. Müssen irgendwie
Oh Gott, Fork nicht sterben, bitte. Okay, jetzt könnten wir eventuell eine Heilung erzeugen, wenn ich, ja, noch rechtzeitig drücken kann. Okay. Fork, sein Scale ist leider kaputt. Was? Ich will eigentlich nicht dich angreifen. Wo ist denn das Vieh? Da ist es. Kannst du wieder auf den Questgegner... Kannst du den Questgegner wieder anvisieren? Warum geht das nicht? Visier den Questgegner an, nicht das Vieh da oben. Toll. Tschüss. Das sehe ich halt nicht ein. Toll, jetzt sind zwei Skates wieder kaputt. Super. Warum musst du jetzt hier rumfliegen, du Mistvieh? Und plötzlich sind wieder alle da, aber ich muss nur noch einen besiegen von denen. Mann, ey. So nervig. Ja, da muss ich halt gleich nochmal meine Skates wieder reparieren quasi, aber das sollten wir ja hinkriegen. Ich hoffe mal, dass die Mission wirklich gleich weitergeht, wenn die beiden besiegt sind. Der eine noch. Es ist ja noch einer, den wir besiegen müssen. So. Ja, perfekt. Okay, gut. What strange organisms? I've never seen anything like them. I suppose so. Though that isn't very satisfying as answers go. No sense in idle speculation, I suppose. Let's bring one back and have the lab crew take a look. I'm sure my friend Solon will be able to help us out. Gut, dann sollten wir zu Solon gehen und mal gucken, dass der das untersucht. Wir müssen in den Verwaltungsbezirk, aber ich gehe erstmal ganz kurz ins Blade-Quartier, dass ich irgendwie das Geld wieder reparieren kann. Ach, toll. Ja, der Kampf ist ziemlich aus dem Ruder gelaufen, auf jeden Fall, weil plötzlich 1000 Gegner da waren. Aber was soll's, solange mein Scale nicht kaputt geht, ist alles okay. Die anderen sind mir egal. Für die muss ich auch nichts bezahlen, wenn sie wieder kaputt gehen, beziehungsweise die verbrauchen ja keine von den, ihr wisst schon, was ich meine. So, dankeschön. Gut, gehen wir jetzt erst einfach raus und gucken, wo der Solon-Typ ist. Ja, bitte. Dass wir die Mission weitermachen können. Wenn das Spiel lädt, aber das dauert immer schon ein bisschen. Und ich bin gespannt, wie lang die Mission noch ist. Ob wir heute noch was anderes schaffen oder so. Das werden wir dann gleich sehen. Aber erstmal müssen wir den Typen suchen. Der ist... Okay, da unten, alles klar. Da komme ich hoffentlich schnell hin. Ein paar Sekündchen nach unten laufen und schon sind wir da. Ah, wo ich gerade schon mal hier bin, will ich mal ganz kurz hier ans Terminal gucken, ob hier noch irgendwas Neues dabei ist, eventuell. Sieht nicht so aus. Irgendwas, was ich vielleicht abschließen kann, mal schnell. Hier ist 4 von 4. Das können wir abschließen. Ist auch 4 von 4. Okay, sehr schön. Einmal kurz das hier abschließen. Ein Auftrag der Brunnen. Und ein Auftrag davon, okay. Sehr schön. Und dann gehen wir jetzt hier runter, wo der Typ scheinbar auf uns wartet. So. Hey! Tut mir leid, dass ich angerempelt habe. Kommt nie wieder vor. Hallöchen. Hello, Solon. It's been a while. Sorry, who are you? Oof. Fog? Ah, yes, of course. I remember because you have all the presents of your namesake. But you didn't remember. Right, well, apologies. Did you need me? Yes. We were attacked by a strange organism in Oblivia.
Some new bioweapon from the Ganglion? We're not sure. We brought one back so you could take a look, if you don't mind. Sounds dangerous. I love it. Let's go take a look. Well then, a cursory analysis rules out the bioweapon theory. It's not Ganglion. Tech level is wrong. Meaning? No clue? Could be another indigenous Mirin species. You know, one that lives only in Oblivia. I see. Do you know about all those ruins over in that region? It's possible something in one of them could help provide us with answers. Why do I get the feeling the rest of my day is going to be in ruins? A reasonable assumption. Anyway, there are three likely sites, so you'll want to get on that. Schaffe ein Ringfragment aus der Wüste Barbarian Oblivia. Okay, alles klar. Drei Orte, also das, ja, machen wir mal schnell. Natürlich sind hier euch ganz Oblivia verteilt überall. Aber nichts, was uns aufhalten sollte, sag ich mal. Das finden wir hoffentlich schnell. Wir haben sogar da oben drei Missionspunkte, wo wir hin müssen. Also auf der Karte sind hier oben im Norden von Oblivia drei und halt noch zwei so in der Mitte und einer eher im südlichen Bereich. Ich habe mich erstmal hier zu den südlicheren hingeputtet. So. Da ist scheinbar das Quest-Item. Was haben wir denn hier Schönes? Das Ringfragment, okay. Dann pumpen wir jetzt hier hoch. Bevor mich irgendwas angreift, weil ich schon wieder irgendwas Knochen gehört habe. Da hätte ich absolut keine Lust drauf, dass mich irgendwas angreift. So, und dann gehen wir dann dort hoch, wo die drei Punkte sind. Aber ich muss ja eigentlich nur eine Sache holen. Also verstehe ich nicht, warum da drei Punkte sind. Vielleicht gibt es die an drei verschiedenen Orten, keine Ahnung. So, hier scheint's. Na, ich muss nach. Alter, nach oben scheinbar. Toll. Wo ist mein Skill? Müsste doch eigentlich irgendwo hier stehen. Hallöchen, Skill, wo bist du bitte? Bist du nicht hier oben irgendwo? Doch, da. Wäre vielleicht schneller gegangen, wenn ich auf zurück zum Skill gegangen wäre, aber egal, was soll's. So. Lasst mich bitte einfach in Ruhe. Oh, hier gibt es sehr viele Items. Da will ich gleich ein paar einsammeln hier, wo ich schon mal hier bin. Und auch viele Gegner scheinbar. Das gefällt mir nicht. Dann doch nicht. So. Hier, da oben. Okay, das ist schön. Und hier ist irgendwas zum Untersuchen. Wenn ich halt schon mal hier bin, warum nicht? Ups. Ich hab den. Ich hab den Bron zertreten. Es tut mir leid. Wo ist er denn? Ach, da unten. Komm mal her. Ich will das kurz untersuchen und dafür musst du sterben. Weil ansonsten kann ich das nicht untersuchen. So, komm. Okay, ganz schnell weg. Dankeschön. Ja, echt mal, Tatsu. Wir sind ja gerade mitten im Kampf und du hast mal was essen hier. Sehr schön. Ja. Na komm. So. Archäologiestufe 1. Das sollten wir schon haben. So, gut. Dann gehen wir kurz ins Scale. Und porten uns da hoch, wo wir hin müssen für das Item. Jetzt bin ich gespannt, wo wir drei Punkte sind auf der Karte. Vielleicht gibt es das wirklich an drei verschiedenen Orten und wir müssen irgendeinen davon absuchen. Ich weiß es nicht. So, also hier, da. Okay. Ja, okay, scheinbar gab es wirklich drei davon und wir hätten einfach nur eins davon mitnehmen müssen. Gut, die beiden Items, da sammle ich noch ein, dann gehen wir zurück nach NLA.
So. Und schauen mal, ob der Typ irgendwas damit anfangen kann, mit den Items, die wir gefunden haben. Ich bin gespannt. Weil eigentlich sollten wir ja... ja, nach diesen Ruinen eigentlich suchen, ob die Viecher da irgendwie drin sind. Aber scheinbar haben wir jetzt lieber irgendwelche Ereignisse damit. Keine Ahnung warum. Egal, mal gucken, was der Typ sagt. Übrigens auch, ich finde es sehr schön, wie Fogg gesagt hat, ja, das ist ein Freund von mir. Und erstmal so, wer warst du nochmal? Oh Mann. Es tut mir leid, Fogg. So. Hallöchen, da sind wir. Jetzt steht er hier rum, nicht mehr da oben. I received the data you sent from the ruins. I'll get started on it now. Sorry, but there's only one thing I can say for sure. And that is? It's not a ganglion weapon, or native to Mira. Oh, and it's not from Earth. That was three things, actually. Fogg, you still with us? Yeah, I understand it's less than we hoped for, but still... Brother... That's right. Fry Kristoff is my older brother. It's a bit of a long story. Do you mind listening? Right. First, let me apologize for not telling you about this sooner. My brother and I had a huge fight back on Earth. The Kristoffs are a military family. Fry, our father, his father, his father. But I took after my late mother. I wanted to be an engineer. And though we were different, we were all still close. But that all changed when it came time to board the White Whale. My father was the only one of us who didn't get a spot. He stayed behind on Earth. Fry couldn't see how someone with his experience and rank could be denied. And he raised holy hell about it. I know, it seems strange, but... anyway, Fry had it wrong. Still does, I assume. Unlike him, I accepted the truth immediately. I had no objection to leaving our father behind. Because that was his choice, you see, and I wanted to respect his wishes. He said an old man like him had no place taking someone else's spot. All his life, he'd sacrificed himself to keep others safe. This was no different, except that it meant we'd never meet again. But Fry wouldn't hear it. He refused to listen to me or Dad. He's been bitter and distant ever since. Yes, it was. Thank you. I want us to be close again. I'm hoping that if I keep pushing myself as a blade, I can at least speak to Fry as a peer. Then maybe he'll finally listen. Anyway, I really appreciate your help in all this. Oh, solche Szenen sind immer berührend. Das finde ich immer... Zwillingspistolentechnik, immer jetzt ist okay. Ah, das finde ich immer traurig, wenn wir sowas hören. Ja, aber jetzt haben wir endlich mal ein bisschen mehr zu der Geschichte zwischen den beiden gehört. Das ist doch schön. Das war alles, was ich wollte. Mehr zu den beiden hören.
Jetzt wissen wir auch, warum die beiden zerstritten sind. Okay. Jetzt würde ich ganz gern Fry gegen Madras austauschen, weil ich ganz gern als nächstes ihre Harmony-Mission machen würde. Ich zertrample dabei noch ein paar Leute hier, was soll's. Waren die noch mal lieber hier, oder? Ne, scheinbar nicht. Aber oh, die war doch irgendwo hier, oder nicht? Moment, Gamepad hilft mir mal ganz kurz. Doch, Madras. War die noch nicht geladen, oder was? Ach, da ist er doch. Hallöchen, Madras. Ich hab Bock, also eigentlich nicht, aber ich will dich mit meinem Team aufnehmen. So, mit einem großen, starken Play, alles klar. Das war kein Witz, dass ich mitnehme. Ja, na komm. Ja, natürlich wirst du das nicht. Natürlich wirst du das nicht. Gut, wie gesagt, ihre Harmonie-Mission interessiert mich natürlich auch und deswegen würde ich sie eben auch ein bisschen hochstufen noch. Wie stehen wir zu ihr momentan? Wahrscheinlich noch kaum irgendwie. So. Wo ist sie denn? Da oben ist der Typ jetzt, okay. Die muss ja irgendwo hier bei den spielbaren Charakteren sein. Moment. Da ist Madras. Ja, noch nicht mal ein Herz haben wir. Sehr schön. Also noch nicht mal. Man sieht noch nichts von dem Herz drin, dass wir schon irgendwie mal mit ihr interagiert hätten. Das sieht gruselig aus. Gut, ja, was machen wir jetzt? Wahrscheinlich irgendeine Mission annehmen. Wir haben ja noch genug zur Auswahl überall in NAA. Deswegen können wir das mal schnell machen. So, irgendwas war noch im Industriegebiet. Und irgendwas noch im Wohnviertel. Wo fangen wir an? Gehen wir erstmal ins Industriegebiet. So, da oben sehe ich schon ein Fragezeichen auf der Map. Wir folgen dem mal. Okay, das war hier im Geschäftsviertel, aber was soll's. Nehmen wir die Mission mal an. Hier. Wenn ich sie finden würde. Ach da, schon wieder ein Zarubuganer, der mit seinem, ach wie ist das Ding nochmal, mit seinem Ding halt rumfuchtelt. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie das Ding hieß. Im letzten Part haben wir noch voll viel drüber gelernt und heute schon wieder vergessen. Ein derartiges Ding zu entbotanisieren, kein Wunder, dass er sich dabei wehgetan hat. Und die ganze Sammelarbeit bleibt dann jetzt vor mir hängen, was für ein Schamasse. Was ist denn los? Mehr oder weniger verdächtige Xenoformer. Nee, nicht falsch, mehr als verdächtige. Das ist sehr liebenswürdig. Viele von euch Menschen sind wirklich freundlich. Wir Zaroboganer betreiben eine neue Initiative bezüglich des in der Stadt vorkommenden Voltans. Ihr Menschen werft es achtlos weg, doch für uns ist es unsere Lebensgrundlage. Daher haben wir einen Sammelservice ins Leben gerufen. Es lief auch alles gut, bis mein Freund beschloss, er müsse sich einen dieser Hamburger kaufen und entvertanisieren. Jetzt ist er ohnmächtig, aber wen wundert das? Selbst der hinterletzte Trottel weiß, dass es in allem, was kein Voltan ist, von unverdaulichem Müll wimmelt. Jetzt bleibt es an mir hängen, das ganze Voltan von den Leuten zu sammeln. Einer allein kann das gar nicht schaffen. Ach, was für ein Ärger. Ich war gerade dabei, mir einen Schachtplan zu überlegen, als du hier auftauchtest. Ich nehme nicht an, dass du bereit wärst, mir zu helfen. Als Einwohner von NAA kennst du die Stadt gut. Mit deiner Hilfe wäre diese Sache nur erledigt. Es ist mir ein großes Anliegen, dass die Initiative Erfolg hat. Mit dir zusammenzuarbeiten wäre formidabel. Okay, was soll ich jetzt machen? Achso, okay, irgendwas abholen. Gut, meinetwegen. Du müsstest mit einem Doktor namens Jeffrey, einem Recycling-Spezialisten namens Graham und einem Mann namens Pfeffen sprechen. Bitte sammle Voltan von allen dreien. Selber bitte vorsichtig damit. Auf dich hätte Voltan ungefähr den Effekt, den der Hamburger auf diesen bewusstlosen Kretin hatte, den ich Freund schimpfe. Okay. Keine Sorge, kleinere Voltan-Vergiftungen kann ich hier vor Ort sofort behandeln. Sobald du alle drei Lieferungen beisammen hast, komm bitte unverzüglich zu mir zurück. Okay, wenn du meinst, dass das eine gute Idee ist. Hier ist sogar schon direkt einer, oder was?
Warum habe ich jetzt so viele Pfeile da auf der Karte? Ja, das. Ah, das ist der. Der war auch für die Mission von Professor B wichtig. Bist du hier wegen der Brennstoffzelle für den Taroborgana? Gott sei Dank. Ich hatte eine komische Xenomaschine von einem Plague gekauft. Aber da steckte mehr drin, als ich ursprünglich angenommen hatte. Beim kleinsten Missgeschick mit dem Ding würde der komplette Häuserblock unbewohnbar werden. Ich wusste einfach nicht, was ich damit machen sollte. Aber jetzt bist du ja da. Sei bloß vorsichtig damit. Übrigens, kennst du eine Plate namens Roselle? Sie hat sich hier in der Gegend wohl bei einigen Leuten nach Shiriton erkundigt. Hartnäckig erkundigt. Als sie bei mir war, hat sie eine Karte da gelassen und gesagt, ich solle sie das nächste Mal anrufen, wenn ich etwas zu entsorgen hätte. Okay. Sie wollte wissen, wie viele Leute den Zerboganern Abfallstoff geben. Naja, solche Sachen eben. Außerdem wollte sie unbedingt in Erfahrung bringen, was genau die Zerboganer mit den Stoffen machen. Ich fand die Frau ausgesprochen suspekt. Selbstverständlich habe ich ihr das überhaupt nicht erzählt. Wenn du Shiriton siehst, dann sag ihm, er soll sich von dieser Rosellen acht nehmen. Ich weiß nicht, wer sie ist oder was sie vorhat, aber ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Dame. Okay. Das klingt echt interessant. Warum sind jetzt plötzlich nur noch zwei Pfeile? Das ist komisch. Okay, gehen wir zurück zum Scale. Und fliegen ein bisschen damit rum. Ich könnte mich ja auch porten, aber das wäre langweilig. So. Und vielleicht finde ich ja noch den einen oder anderen Glutomer hier irgendwo, wer weiß. Haben wir immer noch nicht gesammelt alle. Werden wir wahrscheinlich auch nie machen einfach. Doch, natürlich, das machen wir irgendwann. Jetzt soll ich in die Richtung plötzlich? Wo führt mich der Pfeil bitte hin? Muss ich hier runter oder muss ich nach oben? Ich weiß es nicht. Ist die auf dem Manon-Schiff? Das ist doch jetzt gerade über mir, oder? Ja, wow. Ich bin auch doof. Ich fliege erstmal da unten so rum, aber ich muss aufs Manon-Schiff drauf. Ups. Ach, was soll's. Gut, ich schätze mal, die ist dann in der Richtung hier. Ja, okay. Und hier gibt's auch reichlich neue Missionen scheinbar. Hier ist einer. Wo denn? Ach, bei Mai Mai wieder. Hallo, hallo. Willkommen, lieber Bronzepartner. Bist du gekommen, um lukrative Geschäfte mit der Finanzgruppe Glitzer und Funke zu machen? Wenn wir Miranium in Geld verwandeln, werden wir beide ganz, ganz reich und glücklich. Stimmt's? Guter Plan, finde ich auch. Du magst doch Geld, oder? Wirklich? Ich dachte, ihr Menschen liebt Geld ganz, ganz abgöttisch, weißt du? Ohne Credits können Plättergenten wie du aber gar keine Ausrüstung kaufen, stimmt's? Die kann ich mir auch vom Monster ergrinden. Also kannst du die Vorteile von Geld gar nicht abstreiten, oder? Aber lieber weniger Plattitüden und dafür mehr Platin, sage ich immer. Findest du auch? Ja, außerdem habe ich ein super tolles Angebot für dich, weißt du? Wenn du mir 15 Stücke Auhorit bringst, mache ich dich zum Silberpartner, wäre das nicht was? Das müsste ich sogar schon haben. Dann bekommst du einen noch besseren Wechselkurs und wirst viel, viel reicher und glücklicher, ja? Okay, wenn sonst nichts ist, haben wir die Mission schon beendet. Gut, gut, komm bitte bald mit dem Aurit zurück, ja? Vielleicht schon ganz, ganz, ganz bald? Das wäre super schön. Mit dem Aurit kann ich eine ganz, ganz neue, super tolle Alchemie-Maschine bauen, weißt du? Damit könnten wir beide noch mehr Geld verdienen. Viel mehr Geld, viel, viel, viel mehr Geld. Okay, hier. Herzlich willkommen, lieber Bronzepartner. Was kann die Glitzer und Funke für Sie tun? Oh, hast du das Aurit schon gefunden? Ja, nein, vielleicht. Wir wollen es doch zusammen. Wir wollen doch zusammen Schiffsladungen von Credits verdienen, oder nicht? Bitteschön. Ich habe 99 davon gehabt. Ja, ja, das ist genau das, was ich für die neue Alchemie-Maschine brauche, weißt du? Ganz vielen, vielen Dank. Ab sofort bist du ein Silberpartner, ja? Mit silberlichem Wechselkurs und allem drum und dran. Ist das toll, super toll. Mal nebenbei noch eine Mission beendet hier.
Wir müssen mehr Mineralium und Rohstoffe und Materialien umwandeln, um Glitzer und Funken noch glitzernder und funkender zu machen, ja? Wir können ja ausprobieren, ob ich damit zur allerreichsten Einwohnerin von NLA werden kann. Sollen wir? Das wäre toll, oder? So machen wir es, oder? Häufen wir zusammen den größten Geldberg aller Zeiten an. Super toll. Zeit ist Geld, richtig? Und Iranium ist auch Geld, sobald ich meine neuen Alchemie-Maschine gebaut habe. Ja. Viel Spaß dabei. So, und hier runter muss ich... Da gibt es auch noch eine Mission scheinbar. Wo denn? Ist die hier unten? Ja, die ist da unten. So, Sally Belgas, was von dem hatten wir doch schon mal eine, oder? Ich weiß nicht genau. Egal. Wir machen hier im nächsten Part weiter, dass wir mit ihr reden und gucken. Ah, das ist der Mahnung, okay? Und gucken, was jetzt hier abgeht. Und dann, ja, auch andere Missionen weitermachen. Aber erstmal die hier. Ich bin gespannt, was rauskommt bei dieser komischen anderen Frau, die jetzt auch das Zeug holen möchte. Ja, okay. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, wenn es heißt, Merk, Xenoblade Chronicles X. Bis dann, ciao, euer V-Road. Tschüss.